Frankfurt am Main in der Paulskirche. Die simbabwische Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga ist mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt worden. Dangarembga sei eine weithin hörbare Stimme Afrikas in der Gegenwartsliteratur, hieß es in der Begründung der Jury. Die 62-Jährige wurde für ihr künstlerisches Schaffen, aber auch für ihr politisches Engagement ausgezeichnet. Sie kämpft seit Jahren für Freiheitsrecht und gegen Korruption, muss sich deswegen vor Gericht verantworten. In ihrer Dankesrede warb sie dafür, alte hierarchische Denkmuster zu überwinden, auch mit Hilfe von Sprache. Die Lösung besteht darin, die rassistischen und anderen hierarchischen Denkweisen, die auf demografischen Merkmalen wie Geschlecht, Religion, Nationalität und Klasse beruhen, aufzuheben. Und ebenso alle anderen Denkmuster, die im Laufe der Geschichte und auf der ganzen Welt die Bausteine von Imperien waren und sind. Die Laudatio mit einem flammenden Appell in der Frankfurter Paulskirche hielt eine langjährige Freundin der Preisträgerin, die kenianische Germanistin und Soziologin Auma Obama, die Halbschwester des früheren US-Präsidenten Barack Obama. Mit deiner Arbeit hast du gegen alle Widerstände, wir haben gesehen, du wurdest verhaftet, mit allen möglichen Mitteln schreiben, Filme machen, laut werden für die Stimmlosen und für die Meinungsfreiheit in deinem Land Zimbabwe gekämpft. Bitte lesen Sie afrikanische Literatur. Schauen Sie über Ihren Horizont heraus. Wir sind da, wir sind stark. Lass es nicht ein Einzelfall sein. Read African Books. Bekannt wurde Dangarembga 1988 mit ihrem gefeierten Debütroman Nervous Conditions, dem ersten Teil einer autobiografisch geprägten Trilogie. In Deutschland wurde sie erst spät entdeckt, dabei hat sie eine besondere Beziehung zu Deutschland, hat mehrere Jahre in Berlin studiert und einen deutschen Ehemann. Dangarembga erhält als erste schwarze Frau den Friedenspreis des deutschen Buchhandels.